heute wird es gruselig. Wir gehen auf Zombiejagd. Oh. Viel Spaß. Viel Spaß mit uns beide. Für zurück zu alten Spielen. Jo. Hallo, Freunde der klassischen Spielunterhaltung. Ist wieder soweit. Retro Retox. Ja, willkommen zurück. Heute mit Resident Evil, der erste Teil. Ah, schöne Trash-Spielbaufnahmen. Das sehen wir gleich noch mehr. Der zweite Teil haben wir schon mal vorgestellt auf der PlayStation 1. Jetzt haben wir Verkehr gemacht, normalerweise sollten wir anfangen. Ja, jetzt gehen wir mal wieder zurück und dann irgendwann mit der Dreier. Ne, die Drei kommt nicht, diese nicht Retro. Doch, natürlich. Wie alt ist die? Das ist auch von Resident Evil 3, 98, ja 99. Nee. Doch. Ehrlich? Okay. Ja. Aber das ist das, jetzt für dich ist das Retro. Okay, gut. Ah ja, 1996 ist Retro. Ja, ja, ja. Das ist ein sehr altes Spiel. Seien Sie clever, gegen die Feinde zu kämpfen. Ja, das machen wir. Ist nicht der einzige Weg, diesen Horror zu überleben. Vielen Dank. Ich wollte das Spiel starten. Nein, das ist die Demo. So. Also Resident Evil hat das Survival Horror Gaming revolutioniert. Das haben wir jetzt schon gesehen. Resident Evil. Damals 1996. Aber ja. Bevor ich jetzt halt weiter quatsch, mit wem spielen wir? Mit der Jill Valentine diesmal oder mit Chris Redfield kenne ich da anfangen. Mit ja, Jill Valentine. Dann fangen wir an mit Jill Valentine vielleicht. Ja, meinst du auch schön im Overlay, halt ja. Die Richtung. Deswegen. Guck mal um. Machen wir mal den Jill Valentine. Das ist unter Einsatzkommando. Viel Spaß mit dem dreckigen Intro. Ich muss jetzt schon lachen. Alpha Team is flying around the forest zone situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Where is it, Jill? Yeah. Jill Valentine. Schlecht animierter Computer. Hey! Come here! Chris Redfield.
Jill und? Valentine. Mary Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Sie konnten ins Herrenhaus entkommen. Schön für Sie. Wo Sie sich sicher glaubten. Doch. What is this? Wow. What a mansion. What a mansion. Captain Wesker, where's Chris? Tja. Stop it! Don't open that door! But Chris is... Nein. What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Yeah. Okay, let me handle this. So. Und jetzt fangen wir an. Stay alert! Stay alert, sagt der Coole mit der Sonnenbrille. Der Wesker. Ah, jetzt bist du nicht allein. Jetzt sind wir zu zweit. Der Barry geht mit mir, ja. Barry Wright. A dining room. Ah, der hat ein Pistol. A dining room. Hast du keine Pistol? Mal langsam. So, jetzt können wir spielen. Schön alte Panzersteuerung. Das heißt, ich kann mich drehen. Panzersteuerung? Ja, sag mal so dazu. Weil ich muss Viereck gedrückt halten, dann kann ich mich bewegen. Eine verstaubte aussehende Uhr. Aus groß war das Zeichen. Schauen wir mal, ob wir Waffe haben. Ja, ja. Da eine Pistole, ein Heilungsspray und ein Kampfmesser. Bei der Mörderin hast du nur die Messer gehabt. Das ist die Karte. Ja, die Pistole hätte man ja auch klar gekriegt dann. So. Das ist das Spiel von Shinji Mikami. Oh. What is this? What is this? What is it? Blood. Blood. I hope it's not Chris's blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Jawohl, mach das. Hope this is not Chris's blood. Boah, das ist alles schon weiß. Ich kenn's aus, wenn das... Tja. Aber viel kennt vielleicht nicht mehr. Ja, aber das habe ich damals auf der PlayStation 1 1996 auch gespielt. Die deutsche Version ist halt ein bisschen geschnitten im Intro, hat man gesehen. Die Szene mit dem Zombiehund ist eigentlich ein bisschen brutaler. Ja. Geht die Tür schon auf? Ne? Was ist das? Sie ist von innen verriegelt. Okay. Schacht zu. Ja, sie ist fest verschlossen. Versuchen Sie die Tür mit einem Dietrich zu öffnen. Ah, Dietrich haben wir doch, oder? Nee. Dietrich sagt ihm nichts. Doch, so viel ich weiß, wird doch ein Dietrich. Ja, die musst du vielleicht finden. Hä? In dem Raum, wo du warst. Ach zu, okay. Da geht's mal nicht weiter. Wie gesagt, mit Chris kenne ich den Anfang, aber mit der Jill Valentine jetzt nicht. Da kommt jetzt erstmal der Zombie. So, nicht dass du Angst kriegen. Der ist der tot. Ah ja, der ist tot. Ja, stimmt, ja. Weil er hat man nicht gesehen, dass du jetzt ihm umgebracht hast. Oh, das ist Kenny von Brenner. Bravo Team, der Stars. Er ist kaum noch zu erkennen. Oh. Zombie wurden aufgegessen. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Zombie haben wir gefunden. Was spricht Barry? Ja, Barry, wir haben einen Zombie gefunden. Barry? Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. Ja, alles gut.
Der Kopf explodiert. Alles gut? What is it? Das Video ab 18. Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Oh, damals, das Spiel ist heute noch ein Klassiker. Das ist ein cool Klassiker. Ich habe bis jetzt heute schon sogar der 8. Teil rausgekommen von dieser Village-Reihe. Village. Jetzt will ich mal gucken, ob es da auch das Wappen gibt. Ja, wohl, das Wappen brauchen wir. Möchten Sie dies nehmen, Emblem? Ja. Dankeschön. Und tschüss. So, eigentlich ist das fast das gleiche wie mit Chris. Ja, kann das sein. Muss ich Wesker berichten. Machen wir doch. Achso, das ist die falsche Tür. Sag's doch gleich, Baby. Ja, wie gesagt, das Spiel, Resident Evil, ist 1er. Für das Survival Horror Games hat es in der Form noch nicht gegeben. Okay. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Dass du unter dem Herrenhaus auch die Umbrella Operation wo das Virus gezüchtet haben. Gibt so Treppe-Animationen, Tür-Animationen, das war ein Kult war das. Ihr könnt ruhig mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Resident Evil gespielt habt. Ja, können Sie auch schreiben, ja. Aber du kennst das Spiel, oder? Ja, ich kenne, ja. Hab ich das auch gespielt damals? Der zweite habe ich kurz angefangen zu spielen. Okay, ja, aber die ersten nicht. Ich muss erst diese Halle durchsuchen. Ah ja, guck, sag ich ja. Aber zugeschaut habe ich auch die erste. Ja, was wir haben hier wieder Gruselstunde. Machen wir ja noch Alien Isolation, wenn wir es irgendwann 2027 durch haben. Keine Ahnung. Vielleicht nach einem Jahr haben wir das durch. Ist ein längeres Projekt, das Spiel. Da wollen wir von dem Spiel das Remake mache, das Remaster. Ja, ja. Mit besserer Grafik. Ja. Und für Retro Retox zeigen wir euch das Original. Und die Halle durchsucht, Barry. Find anything, Jill? Nothing. Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Ja, ich auch nicht. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well. It can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Wir können alle Türen knacken. Thanks. Maybe I'll need it. Du siehst auf dem Overlay. Steht's hier rechts. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. Mach aber. Aye, aye. This time I'll be there. Dann mach's gut, Barry. Gesperrt, ja, steht nicht mehr. Wir können Grund haben. Aber ich glaube, wir müssen gegenüber. Es wird ja gesagt, gegenüber die Tür. Aber wir können ihn trotzdem checken. Let's check it out. Ja, ich schon Angst, Patrick. Nee. Ich bin mal nicht auf. Das ist ein harter Kern. Ja, das war die letzte Tür. Diese, ja. Diese Tür. Dietrich. Oh, schöne rote Tür.
Schilde. Ah, das ist das Klavier. Das Klavierzimmer. Ja, da ist ein Ratzel, oder? Ja, aber das ist doch eher für den Chris. Die Mondscheinsonate. Weil da können wir den Schrank schieben. Wie geht schieben, wenn ich das mal wisst? Ja. Klar. Das ist schießen. Vielleicht musst du die Waffe wegmachen. Warte mal. Wenn die hallo, Baby, bitte schieben. Ja, jetzt hat sie geschieben. Ja, ich muss den Schrank aber wegschieben, das weiß ich. Ja, dann mach das. Ja, wenn ich die Steuerung wisst. Hallo? Baby, bitte. Ja, dann geh mal in einen anderen Raum. Lassen wir das. Vielleicht müssen wir noch später hin, aber. Weißt du, wieso machen wir keine Rätsel, ne? Jetzt mal eine Lücke, ich soll vorstellen. Da war schön drin. Aber, war mal schön. Ja, das weiß ich doch. Die blaue Tür ist die Ausgang, oder? Nein, Ausgang war unten. Hast du gefunden? Ja. Aber du musst oben noch dieses. Ja, das weiß ich. Was ein Kampf. Seitlich. Als ob so ein richtiger LKW, großer LKW, rückwärts einfahren. So ist die Steuerung. Weg. Oh, die fressen dich! Hör raus, hurra!
Gut, wir haben ja noch 15 Patronen gehabt. Oh. Ja, aber jetzt eile, weil ich glaube, du bist in Gefahr, ja. Das ist eine Kratzer dran. Ihr Mann könnte es benutzt haben. Nice. Ja, jetzt musst du Munition irgendwie sammeln. Oh, da Kraut, das ist gut. Ja, Kraut, ja. Können wir es heilen dann wieder? Ja. Sehr gut. Okay. Sie ist fest verschlossen. Meine Rüstung ist. Ah, da brauchen wir einen Rüstungsschlüssel. Okay. Es gibt ja verschiedene Schlüssel. Der Schildschlüssel. Hier ist noch ein Schildschlüssel. Hallo, die Tür. Ja, ich gehe hier schon hin. Aber wir haben keine Munition, nichts mehr. Ja, vielleicht findest du welche im Speicherraum finde. Oh, Dusche. Beide Duschen. Da passiert doch was. Aha. Nichts von Interesse. Doppelte Scheiße aus. Nix. Da ist nix. Das Handtuch vielleicht mitnehmen. Das falsche schon mal. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Was erwartet uns hier? In dieser Residenz, die böse Residenz. Resident Evil. Oh, so müssen wir glaube noch nicht hin. Weil. Es kommt ein Monster, oder? Nein, da gibt es doch das Scharfschützengewehr. Ah! Die Schrotflinte gibt's da. Ah, da muss man hingehen, ja. Ja, aber wenn die Schrotflinte, dann geht die Decke runter. Ah, da brauchen wir das Feuerzeug. Das ist von Chris. Ja, ne, die können wir noch nicht holen. Ne, warum? Ist die eingesperrt? Ich kann das zeigen, aber wir haben die Kopf gespeichert, das wäre schlecht. Ah. Dann müssen wir von vorne anfangen. Weil, wenn wir jetzt den Schrotflinte gehen, dann kommt da oben die Decke runter und wir sind zerquetscht. Ah, okay. Wir müssen erstens die Attrappe finden. Mhm. Gibt es wenn ich eine Attrappe von der Schrotflinte? Als Holz, die legst du dann da rein. Ja gut, aber man könnte das bestimmt auch nicht sagen. Ne, so weit kommen wir nicht. Was ich mir unbedingt finden wollte, ist. Oh, ihr habt doch keine Waffe mehr. Zombie! Okay. Zweimal mit dem Messer und dann fertig. Zweimal gepiekst. Sie haben sie geöffnet. Okay. Zeit. Ein Zombie. Lass mal gehen. Und tschüss. Viel Spaß noch. Ich lass mal in Ruhe. Noch eins. Ne, das ist der, der ist aufgestanden. Heißt er mit? Böser Zombie. Ja, die sind alle böse. Ah, der ist nicht tot, oder? Jetzt. Oh, noch eins. Ist fest verschlossen. Ein Helm, da brauchen wir den Helmschlüssel. Ja, und die Idee, aber da steht noch. Jawohl. Ah, noch einmal. Boah, Gesundheit. Ah ja, hallo, ich habe mal gesagt, Gesundheit. Guck wir mal. Sind gestirbt. Das passt ja fast, die Folge ist ja schon fast vorbei. Ja. Die Resident Evil Skills sind eingeschlafen. Sie sind tot? Ja, und wir müssen ganz von vorne anfangen, oh je. Wir gespeichert haben. Oh je. Wir haben den Speicherraum nicht gefunden. Das, meine liebe Freunde, war Resident Evil. Okay. Ich hoffe, ihr habt noch was, ein bisschen was sehen können vom Spiel. Uns vergrößern, oder? Ich schwitze mal wieder mit. Ja, es ist Sommer. Und es war Sommer. Ja, und das war Resident Evil. Evil, genau. Die erste Teile.
Ich hoffe, Sie haben auch wieder Erinnerung gehabt und frisch wieder. Oh. Schön war es, ja. Weil viele haben dem Spiel gespielt. Auch, hm? Ja, schönes Zombie-Spiel. Ja. Aber das erste Horrorspiel Survival Game war Alone in the Dark. Das gab es auf PC. Das, okay, okay. Aber trotzdem, das war halt das erste auf der Konsole und das ist eine Geschichtsstunde der Videospielgeschichte. Ja. Was man sagt. Aber egal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, lass einen Kommentar und Abo da, wenn du bist neu. Abonnieren, ja. Kommentieren und liken. Und liken. Und wir sehen uns in einer neuen Folge. Und ihr könnt auch alle Retro-Retux-Folgen nachholen. Es gibt sehr viele Staffeln. Und da würden wir schon 5 Staffeln vorher gedreht für euch. Das ist ein längeres Projekt. Ja. Okay. Ich wünsche euch alles gut. Wir sehen uns noch. Und immer schön nostalgisch bleiben. Ja, genau. Tschüss.